Viele Aktionäre quälen sich beständig mit der Frage, kaufen oder verkaufen. Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen, oder sollte ich noch abwarten auf vermeintlich günstigere Kurse? Und genauso ist es bei Verkaufsüberlegungen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Haben die Kurse Höchstkurse erreicht oder geht es noch weiter nach oben? Und mit dieser Frage quälen sich viele Aktionäre Tag ein, Tag aus. Und das ist unheimlich psychisch belastend, unheimlich zeitraubend. Und das genau ist der Unterschied zwischen einem Trader, wie ich ihn verstehe, und einem Investor, wie ich ihn verstehe. Ich bin ein Investor und das betone ich auch immer wieder, weil es eine grundsätzlich andere Vorgehensweise ist, eine grundsätzlich andere Strategie. Ich überlege mir, in welche Unternehmen ich investieren möchte. Unternehmen, die zu mir passen, von denen ich überzeugt bin und welche Unternehmen solide sind. Bei der Frage nach der Solidität habe ich über die Jahre ein Aktienbewertungsblatt entwickelt, das mir immer wieder hilft. Das können Sie gern kostenlos anfordern über meine Homepage. Und wenn ich Unternehmen gefunden habe, von denen ich überzeugt bin, die für mich solide sind, in die ich gerne investieren möchte, dann überlege ich mir einen Kaufpreis, einen Kurs, zu dem es für mich Sinn macht, mit dem dann meine Renditeziele höchstwahrscheinlich erreicht werden. Und wenn mir dieser Kurs an der Börse angeboten wird, dann investiere ich. Unabhängig davon, wie sich die Kurse weiterentwickeln könnten. Dann schlage ich zu. Ich persönlich investiere dann immer am liebsten ein Leben lang. Ich denke dann überhaupt nicht mehr an Verkäufe. Aber ich weiß, dass das für viele Menschen eine zu langfristige Denkweise ist. Meine Empfehlung, wenn Sie wie ein Investor langfristig agieren möchten, dann bitte mindestens 5 Jahre investieren. Und in diesen 5 Jahren würde ich dann überhaupt nicht mehr über Verkäufe nachdenken. Natürlich kann es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen, dass man kurzfristiger über einen Verkauf nachdenken muss. Aber dazu habe ich dann ein eigenes Video gemacht. Grundsätzlich, ich denke praktisch gar nicht mehr über Verkäufe nach. Ich lebe von den Dividenden, von den laufenden Einnahmen. Aber ich empfehle immer, wenn jemand wirklich langfristig als Investor investieren möchte, dann 5 Jahre nicht mehr über den Verkauf nachdenken. Und dann haben Sie eine große innere Ruhe auch. Sie müssen sich nicht ständig über die Kurse informieren und nicht ständig mit dieser Frage nach einem Verkauf quälen. Denn diese Höchstkurse oder diese Tiefskurse, die erreicht man sowieso nicht. Das ist reiner Zufall, reines Glück. Und ich ärgere mich aber dann auch nicht, wenn nach meinem Kauf, der für mich ein günstiger Kauf war, die Kurse weiter fallen. Wenn ich Geld über habe, und ich empfehle ja immer, nie alles Geld nur einmal zu investieren, auch immer Geld zurück zu behalten, dann kann ich günstiger nachkaufen, dann habe ich einen Vorteil. Und wenn ich alles Geld investiert habe, dann ärgere ich mich auch nicht mehr, denn für mich waren es ja günstige Kurse. Ich erreiche ja aller Voraussicht nach meine Renditeziele mit diesen Kursen. Das ist genauso, wie wenn ich in eine GmbH investiere. Da überlege ich mir auch vorher einen Kaufpreis und dann verhandle ich mit dem Anteilsverkäufer. Und wenn mir der Verkäufer einen Preis anbietet, der meinen Kaufpreis entspricht oder niedriger ist, dann kaufe ich. Und wenn wir uns nicht einig werden zu diesem Preis, dann kaufe ich halt nicht. Natürlich kann es sein oder könnte es sein, dass der GmbH-Anteilsverkäufer auch bereit gewesen wäre, zu einem noch günstigeren Preis zu verkaufen. Aber das weiß ich nicht und mit dieser Frage quäle ich mich dann auch nicht mehr. Es macht keinen Sinn. Und genauso ist es bei Aktien. Die Kurse, die mir angeboten werden, die nutze ich, wenn es eben meinen Preisvorstellungen entspricht. Ich ärgere mich aber auch nicht, wenn später die Kurse weiterfallen. Denn das ist nur unsinniger Zeitaufwand und unsinnige psychische Belastung. Das macht keinen Sinn. Das ist der große Unterschied zwischen Investor und Trader. Natürlich weiß ich, dass durch Traden, durch kurzfristiges Kaufen und Verkaufen viele Menschen versuchen,
enorm hohe Renditen zu erzielen, von Aktien leben zu können, ohne das entsprechende Vermögen schon aufgebaut zu haben. Aber das geht eben in den allermeisten Fällen schief, weil damit viele psychologische Faktoren verbunden sind. Da wird eben versucht, mit 30, 40, 50.000 Euro im Jahr wiederum Renditen zu erzielen von 50.000 Euro oder mehr. Und es kann mal gut gehen, aber dass das auf Dauer Jahr für Jahr gut geht, dazu müsste man Jahr für Jahr Renditen von 100-200% erreichen. Und das sagt schon der natürliche Menschenverstand, das ist praktisch unmöglich. Und daran scheitern eben die meisten Trader, die versuchen mit ständigen Käufen und Verkäufen so Kursunterschiede auszunutzen. Aber dieser langfristige Vermögensaufbau, wie es Investoren machen, der ist viel sicherer. Und das klappt auch in der Regel. Man muss nur dabei bleiben und darf sich nicht ständig verrückt machen und nicht ständig mit der Frage belasten, soll ich jetzt kaufen, soll ich jetzt verkaufen, wie wird die Zukunft aussehen, geht es vielleicht noch weiter nach unten oder steigt es wieder. Damit machen Sie sich nur unnötig verrückt. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir gemeinsam mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, dann haben Sie den großen Vorteil, dass Sie zukünftig kein Video mehr verpassen.